Ich hätte alles probiert, dass eine Hilfe kommt, weil das andere nicht mehr ausgehalten hat. Glauben habe ich es nicht wirklich kennen, weil ich keinen kennt habe, der was wirklich geschafft hat. Manches Mal, wenn es ganz, ganz schlimm war, habe ich gebeten, bitte Herrgott, hilf mir, hilf du mir, wenn die Ärzte mir schon nicht helfen können. Es gibt kein Unheilbar. Gott ist der größte Arzt. Können Sie so etwas glauben? Behauptet hat das dieser Mann, Bruno Gröning. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich hätte es einfach nicht geglaubt. Ich bin 30 Jahre Schulmedizinerin und habe von Heilung auf geistigem Weg noch nie was gehört. Und dann erlebe ich, dass Patienten von mir Heilung erfahren über diesen Weg, die vorher chronische Beschwerden hatten, über Jahrzehnte, auch unheilbar Kranke, die völlig gesund geworden sind, die frei sind und ein normales Leben wieder führen können. In 3 Monaten war ich komplett gesund, 100%ig gesund. Mit den Schlafstörungen hat es ein bisschen länger gedauert, vielleicht 6 Monate. Aber heute schlafe ich wie ein Bär. Und ich bin schmerzfrei. Es gibt nicht eine Stelle am Körper, die mir mehr wehtut. Ich kann alles machen. Es wurde mir ein neues Leben geschenkt. Dass du was erlebst, ne? Wer wird alkohol- und drogenfrei, ohne Entzug, ohne finanziellen Aufwand und ist wieder glücklich und frei und lebensfroh? Wo gibt's das? Es geht nicht mehr schöner, es gibt keine Steigerung mehr. Es ist komplett umgedreht, mein Leben. Die Aggression ist weg und die Liebe ist da.